das stinkt bis zum Himmel, das gehört sich nicht sowas. Nein, das ist der eh nicht viel hat und so viel über den Tisch ziehen. Wir sind aus allen Wolken gefallen, weil wir noch nichts, überhaupt nie was von dem gehört haben. Es hat sich eine Enkeltochter vom Johann Fuchs gemeldet, vom Vater. Die alten Leute, die noch leben im Mostdorf, die sagen alle sechs. Sie waren in Frage gekommen, aber es waren vier davon anscheinend verheiratet. Ich weiß ja nicht so genau. Das heißt, sechs Männer waren beieinander und wären als Vater in Frage gekommen. Ja, genau. Die haben auf dem Gericht gewesen und eine ist bestimmt. Und er war der Einzige, was einen Hof gehabt hat und so ist er zu dem herangezogen worden. Also wir haben echt gedacht, das ist ein schlechter Film. Apropos schlechter Film, schönen guten Abend bei Am Schauplatz Gericht. Wir haben uns für heute Abend zumindest bemüht. In unseren beiden Hauptfällen geht es um komplizierte Familienverhältnisse, die nie richtig aufgearbeitet worden sind und um ein lange zurückliegendes Geheimnis rund um eine Vaterschaft, das jetzt bei einem Erbschaftsprozess gelüftet werden soll. Es gibt dazu erbbiologische Untersuchungen und ich gehe davon aus, dass in diesem Verfahren ein entsprechendes Gutachten eingeholt werden wird. Das haben wir uns nicht verdient, wir haben so viel gearbeitet für den Hof. Und es ist nie irgendwas zur Rede gestanden, dass da noch irgendwo ein Kind da wäre. Unsere erste Geschichte heute beginnt mit einer intimen Affäre im Jahr 1948. Damals ist eine junge Frau in Moosdorf in Oberösterreich schwanger geworden. Man erzählt sich, als Väter seien sechs Männer in Frage gekommen. Einer von ihnen, Johann Fuchs, hat die Vaterschaft anerkannt und dann angeblich sechs Jahre lang 45 Schilling monatlich an Unterhalt für den unehelichen Sohn bezahlt. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Weil dieses Vaterschaftsanerkenntnis aus dem Jahr 1949 plötzlich wieder eine wichtige Rolle in einem aktuellen Gerichtsprozess spielt. Dieser Johann Fuchs hatte nämlich einen stattlichen Bauernhof, den er dann später an seine ehelich geborenen Kinder überschrieben hat. Und vor zwei Jahren ist plötzlich eine junge Frau beim Notar aufgetaucht und hat behauptet, sie hätte auch Ansprüche an diesem Bauernhof, am Erbe nach Johann Fuchs, denn sie sei seine Enkelin, also die Tochter jenes unehelichen Kindes, für das Johann Fuchs 1949 die Vaterschaft anerkannt hat. Was das für alle Beteiligten bedeutet und welche gerichtlichen Folgen das hat, zeigt Ihnen Ludwig Gantner. Der Einsberger Hof im oberen Innviertel ist seit langer Zeit im Besitz der Familie Fuchs. Und so sieht er heute aus. Elfriede und Stefan Fuchs betreiben hier einen Biobauernhof. Sie sind sehr stolz auf ihre Tiere und auf ihre Hofprodukte, verkaufen Gemüse, Rind- und Schweinefleisch auf Bauernmärkten in Österreich und auch in Deutschland. 1993 hatten sie den Hof vom Altbauern Johann Fuchs übernommen. Also vom Vater von Stefan Fuchs. Es waren noch zwei andere Kinder da, denen hatten sie damals mit Grundstücken und Geld ihr Erbrecht abgegolten. Ab 1993 war jahrzehntelang alles friedlich am Einsberger Hof, erzählt man uns. Nie hätten die beiden gedacht, dass es irgendwann mit der Hofübernahme noch juristische Probleme geben würde. Bis 2016, da verstarb der Altbauer. Vom Notar erfuhren sie, dass es eine Frau A gibt, eine angebliche Verwandte des Verstorbenen, die Rechte am Erbe von Johann Fuchs geltend macht. Drei Tage später hat sich dann der Notar noch mal gemeldet und hat gesagt, es hat sich eine Enkeltochter vom Johann Fuchs gemeldet, vom Vater. Und wir waren dann wir sind aus allen Wolken gefallen, weil wir noch nichts, überhaupt nie was von dem gehört haben. Also wir haben echt gedacht, das ist ein schlechter Film. Die angebliche Enkelin, Frau A., legte ein mit Schreibmaschine geschriebenes Gerichtsprotokoll aus dem Jahr 1949 vor. Ein Vaterschaftsanerkenntnis ihres Großvaters. Sie sagte, das Kind, zu dem sich Herr Fuchs Senior damals bekannte, wäre ihr Vater. Am Einsberger Hof glaubt man nicht daran, dass Herr Fuchs Senior wirklich der Vater dieses Kindes war. Die alten Leute, die noch leben im Moosdorf, die sagen alle, sechs Männer waren sechs da beieinander. Und die haben auf dem Gericht und eine ist bestimmt. Was heißt, sechs Männer waren beieinander? Sechs Männer haben offenbar Kontakte gehabt und wären als Vater in Frage gekommen. Ja, genau. Sechs waren in Frage gekommen, aber es waren vier davon anscheinend verheiratet. Ich weiß ja nicht so genau, ich war ja nicht und dabei. Einer vor der Hochzeit schon. Einer war gerade ein paar Wochen vor der Hochzeit und dann, der Schwiegervater ist der einzige gewesen, was niemand gehabt hat. Genau. Keine Frau oder Freundin, weil er erst vom Krieg gekommen ist und es war vielleicht. Ja, ist ja keine Zeit da gewesen.
Und er war der Einzige, was einen Hof gehabt hat. Und so ist er, somit ist er, so vermuten es wir und so bestätigen es auch die alten Leute, so ist er zu dem herangezogen worden. Genau. Hat aber 6 Jahre für dieses Kind, für dieses angebliche Kind bezahlt. Und dann ist eine gerichtliche Aberkennung da. Dass er, wir wissen ja nicht genau, was ist er, gewesen ist. Ja. Man findet es ja nicht mehr am Gericht. Aber wieso findet man das Dokument über die Aberkennung der Vaterschaft nicht? Das könnte damit zusammenhängen, dass es das damals zuständige Bezirksgericht im Schloss Wilshut heute nicht mehr gibt. Es wurde 2003 geschlossen. Angeblich sind die Unterlagen zum Fall Fuchs aus dem Jahr 1955 nicht mehr auffindbar. Und dann war Stillschweigenabkommen da gewesen auf der Gemeinde. Was ist da? Eine Frau gesagt zu mir. Es ist da noch einmal. Stillschweigen. Da hat nicht mehr geredet wird und weil eben da das schon so gewesen ist, da eigentlich, dass es eh ausgestellt hat, wer der angebliche Vater ist oder dass er nicht ist. Ja, inzwischen haben sie es ja dann. Es weiß ja jeder, wer wirklich der Vater ist. Es ist ja namentlich, nur der lebt halt leider auch nicht mehr. Hier am Friedhof von Moosbrunn liegt also der Altbauer Fuchs. Sein angeblicher, unehelicher Sohn und auch ein weiterer Mann, dem die Vaterschaft nach Meinung mancher im Ort nachgesagt wird. Welche Version der Wahrheit entspricht, werden jetzt die Gerichte entscheiden müssen. Was Herr Fuchs jetzt befürchtet ist, dass die jahrelange aufopfernde Pflege seiner Eltern in der Erbsauseinandersetzung nicht berücksichtigt wird. Weil für den wird nicht geredet, das ist das, was mir erklärt. Es wird nur für den geredet, was man hat. Sie möchten jetzt das Ganze schätzen, aber es ist noch nie geredet worden. Da haben wir 10 Jahre eigentlich für unser Leben, die 10 Jahre, was wir da, weil zuerst ist meine Mama krank gewesen und der Vater, aber das ist nie, ist bis jetzt kein Thema nicht. Es geht nur um das, ich möchte das Geld und fertig. Fassen wir die rechtliche Situation kurz zusammen. Wenn der verstorbene Altbauer tatsächlich einen unehelichen Sohn hatte, dann steht dem ein Pflichtteil vom Erbe des Vaters zu. Pflichtteil heißt, dass bestimmte Angehörige, im Wesentlichen die Ehefrau und die Kinder, einen Mindestanteil vom Wert des Nachlasses bekommen müssen. Und dieser Sohn, von dem ich gerade gesprochen habe, hatte dann selber eine Tochter und ist dann früh verstorben. Und für solche Fälle sieht das österreichische Recht vor, dass dieser Pflichtteilsanspruch auch in der nächsten Generation weiter besteht. Die Tochter dieses früh verstorbenen, möglicherweise unehelichen Sohnes von Johann Fuchs tritt an dessen Stelle und fordert, was ihm, ihrem Vater, als Pflichtteil zugestanden wäre. 15.000 Euro stehen in der Klage. Aber bevor dieses Verfahren beginnt, muss noch ein Antrag von Familie Fuchs behandelt werden. Sie verlangt nämlich, dass das Vaterschaftsanerkenntnis aus dem Jahr 1949 gerichtlich für ungültig erklärt wird. Dezember 2019 am Bezirksgericht Mattighofen. Hier soll geklärt werden, ob die Klägerin wirklich die Enkelin des Vaters von Stefan Fuchs ist. Das Problem dabei, man müsste sein Grab öffnen und eine DNA-Probe entnehmen. Herr und Frau Fuchs sind sich sicher, dass keine Verwandtschaft besteht. Ihr Anwalt hat gemeint, dass ein Vergleich sinnvoll wäre, um eine teure Exhumierung zu vermeiden. Doch die Gegnerin hat abgelehnt. Sie fordert 15.000 Euro und will selber nicht vor die Kamera. Ihre Anwältin erklärt für sie, wieso es zu diesem Prozess gekommen ist. Die Motivation war ursprünglich eigentlich eine, die nicht auf Geld gerichtet gewesen ist. Meine Mandantin war neugierig auf ihre Herkunftsfamilie, wollte die eigentlich kennenlernen, hat sie erwartet, eine gewisse Akzeptanz, vielleicht Gespräche und letztlich ist sie sehr beleidigt und oft beschimpft worden, sodass sie sich dann zu dieser Pflichtteils- bzw. Pflichtteilsergänzungsklage entschlossen hat. Also Sie würden sagen, ihr geht es nicht so ums Geld? Nein, glaube ich nicht. Und warum dann? Um eine gewisse Anerkenntnis, denke ich, von dieser Familie anerkannt zu werden. Zufälligerweise sind wir auf der Straße so aufeinander getroffen beim Spazierengehen. Und da hat sie dann gesagt, ah ja, genau, ich möchte dich eh kennenlernen, ich möchte eh die neue Verwandtschaft kennenlernen. Und sie war dann ein wenig emotional, sie hat dann das Rennen angefangen gleich, weil keine Ahnung, warum. Aber geschimpft haben Sie nicht? Sie hätten geschimpft? Nein, ich habe keine Ahnung, wo sie da irgendwas, wo sie das jetzt aus der Luft gegriffen hat, garantiert nicht geschimpft. Also da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, wer geschimpft hat? Ich wüsste nicht, nein, wir haben nur gesagt, was, du bist verwandt oder du möchtest jetzt verwandt sein. Und
Es gibt dazu erbbiologische Untersuchungen und ich gehe davon aus, dass in diesem Verfahren ein entsprechendes Gutachten eingeholt werden wird. Also mein Standpunkt ist eigentlich ein sehr einfacher in dem gegenständlichen Verfahren. Es hat ja der Großvater die Vaterschaft anerkannt zum Vater meiner Mandantin, das war im Jahr 1949. Und es gibt Verjährungsfristen natürlich, wie in jeder Rechtsordnung. Und da sind meines Erachtens nach die Fristen bei Weitem nicht eingehalten worden, sodass ich mich in erster Linie einmal auf die Verjährung stützen werde. Das heißt, dass Sie sich jetzt inhaltlich gar nicht so sehr auf das Thema einlassen müssen, weil Sie sagen, dass es ein Verjährungsproblem gibt. Also kurz gefasst, während Familie Fuchs nichts gegen einen DNA-Test hätte, lehnt die angebliche Enkelin diesen ab, aus verfahrensrechtlichen Gründen. Sie sagt, Familie Fuchs wäre zu spät dran. Frau Fuchs ist übrigens nicht im Saal. Ihr Mann wolle das nicht, sagt sie, das Ganze ginge ihm zu nahe. Ursprünglich hätte ich schon gedacht, dass ich einige, weil wir immer alles miteinander machen. Jetzt hat man von außen gehört, dass es laut geworden ist. Können Sie sich vorstellen, was da los war? Ja, ich denke, mir mag jetzt halt sehr schlecht. Es geht ihm gesundheitlich sowieso die letzten paar Jahre sehr schlecht, weil er sagt immer, das haben wir uns nicht verdient. Wir haben so viel gearbeitet für den Hof. Und es ist nie irgendwas zur Rede gestanden, dass da noch irgendwo ein Kind da wäre. Also ein angeblicher Bruder von ihm. Und das hat uns sehr, sehr getroffen. Und Sie glauben, dass er aufgeregt ist und möglicherweise zu laut ist im Saal? Die Verhandlung dauert 1,5 Stunden. Zum Thema der umstrittenen Vaterschaft wurde noch nicht viel besprochen. Es geht in erster Linie um die Abklärung der Verjährungsfragen, die ja sinnvollerweise vorweg auch beurteilt werden sollen, bevor man ein sehr aufwendiges Verfahren einstellt. Aber wir sind zuversichtlich, dass das in Ordnung gehen wird. Das sind in erster Linie auch Rechtsfragen zu klären, wo wir doch der Meinung sind, dass wir das bessere Ende für uns haben werden. Die Richterin lässt jetzt die alten Unterlagen vom inzwischen aufgelassenen Gericht Wildshut ausheben. Gibt es irgendwelche Spuren von dem anderen Akt, wo angeblich der Verstorbene gesagt hat, er wäre doch nicht Vater und aufgehört hat zu zahlen? Also meines Erachtens gibt es diesen Akt nicht, weil wenn, dann müsste es genau in diesem Abstammungsakt drinnen sein. Und ich habe noch keine Einsicht genommen, ich kann erst später Einsicht nehmen, aber ich denke, das wäre wohl allen Beteiligten, die schon Akten Einsicht genommen haben, aufgefallen, wenn da eine Entscheidung des Gerichtes drinnen wäre, wo die Vaterschaft aberkannt wird. Der Gedanke an eine Exhumierung seines Vaters belastet Herrn Fuchs sehr. Und ich hoffe, dass die Toten jetzt noch eine Ruhe haben, weil die Totenruhe ist eigentlich das Wichtigste, was es gibt. Das mit der Totenruhe dürfte aber nicht gelingen. Kurz vor Weihnachten haben wir Herrn und Frau Fuchs zum Grab des Vaters begleitet. Bis dahin ist kein Vergleichsangebot gekommen. Ich hoffe, dass wir den Frieden finden. Ja. Ohne was du beteiligt hast. Wenn man sich nicht einigen kann, soll morgen die nächste Verhandlung stattfinden. Unseren nächsten Fall begleiten wir seit über einem Jahr. Er hat mit einem Brief begonnen, den die Frau Zeitlinger an uns geschrieben hat, in dem sie schildert, dass sie in einem schönen Haus an der Alten Donau in Wien lebt. Sie schreibt, Zitat, bin 72 Jahre, die oben genannte Liegenschaft gehörte zur Hälfte meiner Tochter, die woanders lebt. Sie verkaufte ihre Hälfte ohne mein Wissen an einen Bauträger, welcher mich nach 40 Jahren, die ich hier wohne, verklagen möchte, weil ich nicht verkaufen will. Offenbar hat die Tochter ihre Haushälfte tatsächlich sehr günstig an einen Bauunternehmer verkauft. Und der sagt jetzt, Sie, Frau Zeitlinger, benützen ja das ganze Haus, also auch die Haushälfte, die jetzt mir gehört. Und dafür möchte ich Benutzungsentgelt. 1.500 Euro pro Monat erscheinen mir angemessen. Oder noch besser, Sie verkaufen mir Ihre Haushälfte auch gleich. Nur dazu meinte die Frau Zeitlinger, der Bauträger oder Bauunternehmer würde ihr für ihre Hälfte so wenig Geld geben, dass sie davon nicht einmal eine kleine behindertengerechte Wohnung kaufen könne. Ludwig Gantner zeigt Ihnen, wie diese Geschichte doch noch ein gutes Ende gefunden hat. Die Gegend rund um die Alte Donau in Wien-Floridsdorf war lange Zeit alles andere als begehrt. Heute ist das nicht mehr so. Die Quadratmeterpreise für Wohnraum sind in den letzten Jahren rapide angestiegen.
Alle wollen am Wasser wohnen und jeder verfügbare Fleck wird zugebaut. Auch für dieses Haus in der Florian-Berndl-Gasse in Gehweite zum Donauufer interessieren sich manche Bauunternehmer. Hier wohnt seit Jahrzehnten Maria Zeitlinger. Das Haus bedeutet ihr viel. Mein Leben. Mit der Mutter gebaut und möchte auch da, wie sagt man, in Sorge richtig ausgetragen werden. Mit ihrer Mutter hat die pensionierte Gastwirtin das Haus gemeinsam gebaut. Auf einem Pachtgrund vom Stiftkloster Neuburg. In letzter Zeit hatten sich immer wieder Interessenten aus der Baubranche gemeldet, die es ihr abkaufen wollten. Zuletzt hatte sie vor 4 Jahren einen Baumeister angesprochen. Am Muttertag hat er mich angeredet, um 23:30 Uhr, wohnen Sie da, haben Sie Kinder? Ich habe sofort gewusst, wer das ist. Ne? Worum ging es damals in diesem Gespräch? Na, da ist er am Montag gleich hergekommen, hat sich auf die Terrasse gesetzt. Er ist ein kleiner Baumeister und er baut nur ein Haus im Jahr und er macht den nicht mehr. Und er will das kaufen. Ne? Und ich habe ihm zur Antwort gegeben, es geht nicht, weil die Hälfte gehört meiner Tochter aus. Tatsächlich waren Frau Zeitlinger und ihre Tochter nach dem Tod der Mutter je zur Hälfte Eigentümerinnen des Hauses geworden. Mehr als 400.000 Euro hatten verschiedene Bauwerber Frau Zeitlinger bereits vor Jahren dafür geboten. Doch sie hatte immer abgelehnt. Und dann erfuhr sie, dass ihre Tochter ohne ihr Wissen ihren Hälfteanteil verkauft hatte. Um 65.000 Euro. An jenen Mann, der Frau Zeitlinger damals am Muttertag angesprochen hatte. Ich war geschockt. Ich habe mich auf der Straße gesehen und habe Selbstmordgedanken gehabt. Aber ganz arg. Und habe es auch versucht. Und dann haben mich, meine ganzen Freunde haben mir so zugeredet, haben gesagt, du, das ist deine Tochter gar nicht wert. Du kämpf. Und da habe ich mich wieder zusammengerissen. Weil ich für meine Tochter alles getan habe. Ich habe für sie gelebt, für meine Mutter und für meine Tochter. Und dann wäre der Geschäftsmann wieder zu ihr gekommen. Sie solle ihm ihre Hälfte des Hauses auch verkaufen und ausziehen, hätte er gesagt. In eine Mietwohnung oder ins Altersheim. Und wie viel hat er Ihnen geboten? Das erste Mal 75.000 und das zweite Mal 125.000. Ist das viel? Nein, da kriege ich nicht einmal eine Wohnung, geschweige denn, dass ich mir die Miete leisten kann. Wir wollten wissen, ob der Unternehmer, ein gewisser Herr B., wirklich die Haushälfte von Frau Zeitlingers Tochter gekauft hat, ohne vorher mit der Mutter zu sprechen. Herr B. betreibt laut Firmenbuch und Selbstdarstellung im Internet verschiedene Bauprojekte rund um die Alte Donau. An einer seiner Firmenadressen an der Alten Donau fanden wir kein Büro vor, sondern nur eine Baustelle. Herr B. wollte keine Stellungnahme vor der Kamera abgeben und er wollte nicht, dass wir den Namen seiner Unternehmer nennen. Er schickte jedenfalls einen Anwaltsbrief an Frau Zeitlinger. Sie solle ihm monatlich 1.500 Euro Benutzungsentgelt für die Haushälfte zahlen, die jetzt ihm gehört. Denn sie würde ja das ganze Haus allein benutzen. 1.500 Euro möchte er für Miete haben, dass ich da wohne. Und 950 habe ich Pension. Ohne Pflegegeld. Ganz lustig. Bis Weihnachten soll ich draußen sein. Aber er glaubt sowieso, dass ich deppert bin. Nicht? Also ich lasse ihm halt beim Glauben. Ich bin schon zwar 73 Jahre, aber habe das ganze Leben alleine meistern müssen, werde ich das jetzt auch noch meistern. Frau Zeitlinger will auf keinen Fall denselben Fehler machen wie einige andere betagte Leute aus der Gegend. Ich sehe ja, was sie da spielt in der nächsten Gassen. Haben sie meinen alten Mann 50.000 Euro gegeben und Papa hat vorher nicht. Und der ist ins Altersheim gegangen. Der hat mir auch den Vorschlag gemacht, ich soll ins Altersheim gehen. Auch beim Anwalt. Sag ich, na, das werde ich bestimmen, wann ich ins Altersheim gehe und nicht sie. Da habe ich ihm zur Antwort gegeben. Februar 2019. Frau Zeitlinger hat sich eine Rechtsanwältin nehmen müssen, denn der Bauunternehmer, dem jetzt die Hälfte ihres Hauses gehört, hat sie geklagt. Er fordert 4.500 Euro Benutzungsentgelt für die letzten 3 Monate. Frau Zeitlinger glaubt, dass er damit versucht, sie aus dem Haus zu bekommen. Der war ja von Haus aus mit belästigt und dauernd stehen geblieben und
dann nur so getan, als ob das für ihn privat wäre? Ich bin so arm. Wissen Sie, ich bin ein kleiner Baumeister. Ich baue ja nur ein Haus im Jahr. Ne? Und er würde es gern kaufen. Sag ich, Herz, was wollt ihr von mir? Ne? Und von der Minute an hat er mich ständig belästigt. Die Anwältin meint, dass Frau Zeitlinger das hohe monatliche Benutzungsentgelt nicht zahlen muss. Das Problem hier ist ja, dass die Frau Zeitlinger das selbst gebaut hat mit ihrer Mutter. Und jetzt, weil ein neuer Miteigentümer dazukommt für das, was sie selbst schon einmal bezahlt hat, noch einmal und massiv zahlen sollte, also 1.500 Euro pro Monat für 40 Quadratmeter, nicht? Weil Hälfte Eigentümerin ist sie ja, ist schon sehr, sehr massiv. Und ein Indiz dafür, dass es hier nur darum geht, Druck auszuüben, weil sie sich's nicht leisten kann, dass sie ausziehen muss, dass sie verkaufen muss und dass sie an ihn verkauft. Bald gibt es den ersten Gerichtstermin. Da wird sich zeigen, ob man sich mit Herrn B. vielleicht einigen kann oder ob das Gericht entscheiden muss, ob 1.500 Euro monatlich für 40 Quadratmeter ein angemessenes Benutzungsentgelt sind. März 2019, am Bezirksgericht Wien-Donaustadt. Heute muss sich Frau Zeitlinger gegen die Forderung des Unternehmers auf 1.500 Euro Benutzungsentgelt im Monat wehren. Magister Pajek, der Anwalt des Bauunternehmers, gibt uns ein Interview. Sind 1.500 Euro im Monat für 40 Quadratmeter ein angemessener Preis? Ich kenne das Haus nicht, ich kann nicht sagen, wie groß es ist. Im Endeffekt wird es dann am Schluss der Sachverständiger feststellen müssen, ob das angemessen ist. Und dann wird halt der Betrag rauskommen. Ich lasse mich nicht über Sachsel hauen, weil da bin ich noch auf Zack, Gott sei Dank. Es wird versucht werden, einen Vergleich zu erreichen. Das ist im Prozessprogramm auch so festgelegt, dass man sagt, in der ersten Verhandlung sollte man einmal schauen, ob es nicht eine einvernehmliche Lösung gibt. Und dann kommt das Prozessprogramm. Das heißt, der Richter legt dann fest, ob er jetzt als Erster noch Zeugen hört, ob er überhaupt heute schon vernimmt, ob er ein Gutachten benötigt. Die Anwältin unterstellt, dass es dem Unternehmer eigentlich nur darum geht, ihre Mandantin zum Ausziehen zu bewegen. Jetzt ist es so, dass die Frau Zeitlinger in den Raum stellt, dass ihr Mandant Druck auf sie ausübt, damit sie verkauft. Was sagen Sie dazu? Mein Mandant hat Geld investiert. Sie darf, also benutzt die gesamte Liegenschaft derzeit. Er zahlt Pachtzins an das Stift. Und es ist nur gut und recht, wenn er auch dafür etwas Geld wieder retour bekommt. Wieso Pachtzins an das Stift Kloster Neuburg bei einem Eigentumshaus? Das Haus gehört je zur Hälfte Frau Zeitlinger und dem Unternehmer Herrn B. Der Grund, auf dem das Haus steht, gehört aber dem Stift. Deshalb braucht Herr B. einen Pachtvertrag. Haben Sie jetzt einen Pachtvertrag im Stift? Das müssen Sie wissen, oder? Also mir haben Sie gesagt, nein. Ja. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Pachtvertrag und ob der Mandant den kann ich jetzt so nicht sagen. Er zahlt jedenfalls Kosten. Ans Stift? Ja. Wir haben nachgefragt, ob es so einen Pachtvertrag mit dem Bauunternehmer gibt. Das Stiftkloster Neuburg sagt nein. Zitat: Eine Pachtübertragung des Grundstücks an einen neuen Pächter kann nur dann erfolgen, wenn alle Beteiligten sich darüber einig sind. Da die Mutter ihre Zustimmung verweigert, wurde vom Stift auch noch kein neuer Pachtvertrag über das Grundstück ausgestellt. Das ist für Frau Zeitlinger und ihre Anwältin eine große Überraschung. Ich bin jetzt so geschockt, ich kann keine Antwort geben. Also ich bin jetzt, das war alles in letzter Zeit zu viel. Ich bin jetzt überfordert damit, ja. Ja, also tut mir leid, aber ich bin noch hell auf der Platte, aber das ist jetzt momentan wieder. Ja, selbstverständlich werden wir nicht zustimmen, ja, damit er dann von Ihnen eine Miete verlangt. Rechtssache gegen Maria Zeitlinger. Der Unternehmer bekommt also ohne Zustimmung von Frau Zeitlinger keinen Pachtvertrag mit dem Stiftkloster Neuburg. Das könnte seine Verhandlungsposition bei den Vergleichsgesprächen im Richterzimmer erheblich verschlechtern. Und tatsächlich kommt jetzt etwas Bewegung in die Sache. Eine Stunde später. Und was ist herausgekommen? Wir haben ausführlich über Vergleiche gesprochen. Also eine allenfalls vergleichsweise Regelung. Und ansonsten ist erstreckt worden
Und wie soll das jetzt weitergehen? Wir haben ein Angebot gelegt. Und wenn es die Frau Zeitlinger annimmt, ist es in Ordnung und sonst nicht. Sagen Sie uns die Höhe? Nein, das hat da nichts verloren. Dankeschön. Gut, bitte, gerne. Wie haben Sie die Verhandlung erlebt? Ich kann nicht mehr reden. Tut mir leid, ich muss zu Hause. Im Dezember 2019 hat uns Frau Zeitlinger wieder zu sich eingeladen. Man merkt gleich, dass sich hier manches verändert hat. Das Haus ist voll mit Übersiedlungskartons. Sie erzählt, dass ihr Prozessgegner seine Klage zurückgezogen hat. Er hat seinen Hausanteil an einen anderen Baumeister verkauft und mit dem konnte sie sich einigen. Der neue Baumeister ist ganz korrekt und hat alles so gemacht, dass wir beide zufrieden sind. Das heißt, Sie haben Geld bekommen? Selbstverständlich. Und von dem Geld können Sie sich eine ordentliche Wohnung leisten? Ja, hab mir eine wunderschöne Wohnung gekriegt, eine Genossenschaftswohnung mit Loggia, Balkon, ein bisschen was über 60 Quadratmeter, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Abstellraum, einen 8 Quadratmeter großen Keller, da kann man unten den behupfen. Warum hat der Baumeister seinen Anteil verkauft? Ja, ich glaube, das ist ja zu eng geworden. Rundherum, mit denen hat er nicht, meinen Widerstand hat er nicht gerechnet, glaube ich. Weil man muss rechnen, das sind nächstes Jahr am Muttertag 6 Jahre. Und der hat sich gedacht, na, die Alte wird verzweifelt sein und geht ins Heim. Aber das habe ich ja nicht wollen. Ne? Das hat er immer gesagt, ich soll ins Heim gehen. Ne? Eigentlich ist im Großen und Ganzen mit diesen Werten alles gesagt. Ich bin happy. Frau Zeitlinger zeigt uns ihre neue Wohnung. In einer Anlage, 10 Minuten von ihrem alten Haus entfernt. Mit dem Geld, das sie vom neuen Baumeister bekommen hat, konnte sie sich den Genossenschaftsanteil, den man für so eine Wohnung zahlen muss, leisten. So, jetzt gehen wir am Balkon und Loggia. Um zu zeigen, wie schön das da ist. Loggia zum Kartenspielen. Da für den Wäscheständer, Blumen kommen daher. Und da kann ich den ganzen Tag stehen oder sitzen und kann mir meine Seele baumeln lassen. Frau Zeitlinger ist mit dieser Lösung offensichtlich zufrieden und mit der neuen Wohnung scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Das ist bei neuen Wohnungen nämlich nicht immer so. Zum Beispiel in unserem nächsten Fall. Die Ausgangssituation ist ein Klassiker beim Schauplatzgericht. Jemand erfüllt sich seinen Wohntraum und kauft sich eine neu gebaute Dachgeschosswohnung. Stammseher wissen bereits, was jetzt kommt. Das Dach ist undicht, es treten eklatante Baumängel auf. Ein Millionenbetrag ist erforderlich, um den Pfusch wieder zu sanieren. Aber leider, leider, über das Vermögen des Bauträgers wird ein Konkursverfahren eröffnet. Und dann stellt sich heraus, die Konkursmasse ist leider vermögenslos. Pech für den Käufer, der dann selber in Privatkonkurs gehen kann? Oder ist vielleicht beim Treuhänder, der den Kaufpreis verwaltet, etwas zu holen? Oder beim Sachverständigen, der die korrekte Ausführung der Baufortschritte bestätigt hat? Oder kann man die finanzierende Bank mit ins Boot holen? Gudrun Kampel-Müller zeigt Ihnen die Problematik anhand eines Wohnhauses im 5. Wiener Gemeindebezirk. Dieses Haus ist eigentlich ein Neubau. Trotzdem ist es eingerüstet und muss umfangreich saniert werden. Es regnet hinein, weil es undicht ist. Das gesamte Dach und die Glasfassade werden daher abgebaut. Geschätzte Kosten rund 1 Million Euro. Bezahlen muss das Ganze die Hausgemeinschaft. Einer davon ist Christian Scheindl. Er führt uns in seine Wohnung in den 7. Stock, die derzeit unbewohnbar ist. Oje. Oh mein Gott, das schaut ja wirklich nach Umbau aus. Das heißt, ja. 450.000 Euro haben Herr Scheindl und seine Frau für die 70 Quadratmeter bezahlt. Es sollte ihre erste gemeinsame Wohnung werden. Wie haben wir das vorzustellen? Wie war das, Herr Scheindl, da? Also die Balkontür, die hier an der Wand lehnt, war hier. Konnte man rausgehen, hat einen wunderschönen Blick über Wien. Eine Glasfassade hat sich hier befunden. Die ganzen Streben
sind in der Zwischenzeit abgebrochen worden, beziehungsweise sind die Arbeiten noch im Gang, weil die Fassade eben nicht als Fassade funktioniert hat. Was war das Problem, das ursprüngliche? Das war relativ knapp nach der Übergabe. Einige Wochen werden das gewesen sein. Ja, einige Wochen später hat es nach einem trockenen Sommer während der Bauphase einen kräftigen Regenschauer gegeben. Das ist Wasser von der Decke geronnen, also nicht getropft. Hier am Boden ist eine Wasserlacke gewesen. Hier am Boden ist eine Wasserlacke gewesen. Hier, wo die Malung abgekratzt ist, ist es an der Säule entlang geronnen. Das alles nicht unbedingt am gleichen Tag. Das kommt auf den Wind an, von wo der kommt. Ja. Da ins Bücherregal, das hat mich am meisten gestresst, ins Bücherregal ist es reingetropft, irgendwann einmal mitten in der Nacht. Herr Scheindl hat alles ganz genau dokumentiert, wann, wie und wo es in die Wohnung hineingeregnet hat. Nahezu panisch hätten sie reagiert, wenn Regengüsse auf Wien niedergingen. Denn das bedeutete für sie, permanent mit Kübel und Fetzen bereitstehen zu müssen. Die Firma, die das Objekt geplant und gebaut hat, ist mittlerweile in Insolvenz. Gibt es eben noch ein ähnliches Video und sind wir aufgewacht, weil es ins Bett reingetropft hat. Hier rinnt an zwei Stellen Wasser runter. Mhm. Natürlich haben wir uns sofort an die Bauträgergesellschaft gewendet und haben ihm gemeldet, ja, also da ist was nicht in Ordnung, Sie mögen das bitte richten. Daraufhin sind eben verschiedene Maßnahmen getroffen worden, dass man hier und da irgendetwas probiert, abbiegt. Dann haben vermutet, dass im oberen Geschoss irgendetwas kaputt ist, keine Ahnung. Ja. Durch die Insolvenz des Bauträgers ist Herrn Scheindl sein Ansprechpartner abhanden gekommen. Wer sollte die gravierenden Mängel nun beheben? Und vor allem, wer kommt dafür auf? Er sei nicht blauäugig in sein Kaufprojekt hineingegangen, erzählt Herr Scheindl, sondern er habe sich genau informiert. Unter anderem über das Bauträgervertragsgesetz, das ihn als Konsument schützen sollte. Als wir gekauft haben, sind wir vom Treuhänder darüber aufgeklärt worden, wie das Bauträgervertragsgesetz funktioniert. Nämlich, es ist nicht so, dass ich einen Haufen Geld an einen Bauträger überweise und der baut dann ein Haus und wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann habe ich Pech gehabt. So wäre es wahrscheinlich ohne dieses Gesetz, sondern es gibt einen Ratenplan, nach dem zu bezahlen ist, nach Fertigstellung von bestimmten im Gesetz vorgeschriebenen Bauabschnitten. Wegen der eklatanten Baumängel hat Herr Scheindl sich gefragt, ob der letzte Teilbetrag des Kaufpreises überhaupt an die Baufirma bezahlt werden muss. Er hat diesbezüglich mit seinem Treuhänder Kontakt aufgenommen. Allerdings gibt es eine Baufortschrittsfeststellung, eine Feststellungsanzeige von einem Zivilingenieur, der sich das angeschaut hat, offensichtlich keine Probleme gesehen hat, das unterschrieben hat und an den Treuhänder weitergeleitet hat. Der Treuhänder, das ist in unserem Fall ein Rechtsanwalt, der darauf aufpasst, dass das Geld der Wohnungskäufer nur ausbezahlt wird, wenn sie dafür auch eine entsprechende Gegenleistung bekommen. Und dieser Mann war vorsichtig und hat die letzte Rate nicht an die Baufirma ausbezahlt, obwohl es ein Gutachten eines Zivilingenieurs gegeben hat, das die Ausführung dieses Baufortschritts bestätigt hat. Und der Herr Scheindl möchte dieses Geld vom Treuhandkonto immerhin 70.000 Euro haben, um damit die ärgsten Mängel sanieren zu können. Nur, die finanzierende Bank wiederum meint, dass dieses Geld eigentlich ihr zusteht. Und die ungeklärte Frage ist jetzt, wem fällt eine möglicherweise unrichtige Baufortschrittsbestätigung eines Gutachters auf den Kopf? Einem Wohnungskäufer oder der finanzierenden Bank? Und die Klärung dieser Frage könnte weit über den Anlassfall hinaus relevant sein. Am Handelsgericht in Wien im September 2019. Hier hat Herr Scheindl Klage eingereicht, weil er eine Löschung des Pfandrechts aus dem Grundbuch erreichen will. Dr. Karl Schön vertritt nicht nur Herrn Scheindl, sondern auch Familie T., Nachbarn aus dem Haus im 5. Bezirk.
Rechtsanwalt Dr. Schön erklärt uns, dass es zwar keine Judikatur zu dem Fall gebe, allerdings ausreichend Literatur. Und hier ist eigentlich die Meinung vorherrschend, dass das Zurückbehaltungsrecht bei derart gegebenen evidenten Mängeln bestehen muss. Und um das wirklich nicht zahnlos sein zu lassen, muss dieses Recht auch gegenüber der finanzierenden Bank durchsetzbar sein. Allerdings hat das Gericht in erster Instanz das Klagebegehren der Nachbarn von Herrn Scheindl, die Freistellung des Pfandrechtes und die Löschung aus dem Grundbuch abgewiesen. Im Urteil wird Bezug auf das Gutachten des Sachverständigen vom August 2015 genommen, der die Fertigstellung der Gesamtanlage bestätigt. Zitat: Es wird bestätigt, dass der bekannt gegebene Baufortschritt im Sinne des Ratenplanes gemäß § 10 Absatz 2 Bauträgervertragsgesetz tatsächlich erreicht wurde und die Bauleistungen mit keinen gravierenden Mängeln behaftet sind. Die finanzierende Bank hätte sich auf diese Feststellung des Sachverständigen verlassen können. Also die Gegenseite hat gemeint, sie würde auf keinen Cent verzichten, weil ihr das zusteht, weil der Vertrag formal erfüllt sei. Die Oberbank will also nicht auf die 70.000 Euro verzichten. Uns gegenüber wollte sie, genauso wie der Sachverständige und auch die Vertreter der Nachfolgegesellschaft des insolventen Bauträgers, keine Stellungnahme abgeben. Es wird abzuwarten bleiben, wie das Oberlandesgericht letztlich, wir haben eine Berufung gegen dieses Urteil gemacht, entscheiden wird. Das Problem bei diesen Dingen, und das ist leider Gottes natürlich oft so, ist die Kostenbelastung, mit der Mandanten in diesem Fall rechnen müssen. Die Arbeiterkammer springt in diesem Fall für Herrn Scheindl und seine Nachbarn ein und will notfalls den Rechtsweg bis in die letzte Instanz beschreiten. Wohnrechtsberater Magister Clemens Berger meint, wenn das Ersturteil in diesem Verfahren zur Richtschnur für andere ähnliche Fälle wird, könnte das für zehntausende Wohnungskäufer verhängnisvoll werden. Schiefgelaufen ist es beim Gutachten, das einfach unserer Meinung nach falsch ist. Das Gesetz als solches sieht ja durchaus vernünftig vor, dass ich einen Sachverständigen beiziehe und der sagt mir dann, ist der Bauabschnitt vollendet oder nicht. Wenn allerdings der Sachverständige hier ein falsches Urteil spricht, dann hat man ein größeres Problem und genau darauf geht das Gesetz leider nicht ein. Magister Clemens Berger hofft, dass das Gericht nun einen Bausachverständigen bestellt, der ein neues Gutachten zur Qualität von Dach- und Glasfassade erstellt. Und vor allem, dass die offensichtlichen Mängel darin aufgezeigt werden. Und ist Ihr Traum vom Eigenheim jetzt geplatzt oder halten Sie daran fest an der Wohnung? Wir halten daran fest. Es gibt doch keine andere Möglichkeit, muss ich ehrlich sagen. Meine Frau und ich sind hierher zusammengezogen. Es ist unsere erste gemeinsame Wohnung und ich hoffe auch, es wird unsere letzte sein. Die Sache sei riskant und der Ausgang bei Gericht völlig offen, meint der Rechtsvertreter von Herrn Scheindl. Die Rechtslage ist nicht ganz klar, aber ganz klar ist, dass es hier aus einem moralisch-ethischen Gesichtspunkt her wohl nicht so sein soll, dass letztlich die Gesellschafter des insolventen Bauträgers vollkommen freigestellt werden und obwohl das Geld da liegt, sehenden Auges dieses Geld bekommen, ihnen zugutekommt und nicht dem geschädigten Konsumenten. Also wer das als fair oder gerecht oder wie immer man es jetzt bezeichnet, findet, den muss mir jemand noch zeigen. Der guten Ordnung halber sei an dieser Stelle festgehalten, dass der Anwalt der Gegenseite laut Aktenlage bestreitet, dass dieser umstrittene Bauabschnitt bis dato nicht fertiggestellt sein soll. Vor circa eineinhalb Jahren sind wir von empörten Waldbesitzern aus der Steiermark kontaktiert worden. Man würde sie, sehr vorsichtig formuliert, beim Holzverkauf nicht korrekt behandeln. Für ihre schönen, gut gewachsenen, wertvollen Baumstämme, etwa Eichen, würden ihnen sehr gute Preise in Aussicht gestellt. Das Holz würden sie dann in der Hoffnung auf die tausenden Euro, von denen die Rede war, ins Sägewerk abtransportieren lassen. Letztendlich bekämen sie aber nur einen Bruchteil der genannten Summe ausbezahlt. Und wenn sie ihr Holz dann zurückhaben wollten, um es jemand anders zu verkaufen, dann bekämen sie gesagt, dass das doch schon längst verarbeitet sei. Meine Kollegin Maria Zweckmeier ist dann nach Ilz in der Steiermark gefahren, um sich näher mit den Beschwerden zu befassen und sich auch die Argumente der Gegenseite anzuhören. Aber wie wir es manchmal erleben,
Einer der Beschwerdeführer wollte dann plötzlich nicht mehr in die Öffentlichkeit. Einer ist überraschend erkrankt, kurz und gut. Am Ende sind nur Herr Haushofer und seine Mutter übrig geblieben, die den Mut hatten, vor einer Kamera zu sprechen. Sie schöpft davon, aber keiner sagt was. Nein, jeder sagt, nein, genau. Ich sag nichts, ich will mal Ruhe haben, weil mit deinem Verband will ich nichts mehr zu tun haben. Weil die haben uns über den Tisch gezogen. Es sind etliche da rundum und um. Aber man kann auch was sagen. Sicher nicht. Der stinkt bis zum Himmel, das gehört sich nicht sowas. Nein, das ist der eh nicht viel hat und sauber viel über den Tisch ziehen. In diesem Gehöft in Ilz in der Nähe von Hartberg lebt Herr Haushofer mit seiner Mutter und dem kranken Vater. 2018 wollte sich der Nebenerwerbslandwirt ein wenig Geld mit dem Verkauf von Eichenstämmen dazu verdienen. Der Waldverband Steiermark wurde ihm als Vertragspartner empfohlen und ein Mitarbeiter schaute sich das Holz an. Wir haben angerufen an Herrn Flechel und der ist dann gekommen und hat nachher gesagt, ja, er kauft das Holz. Das ist so ein schönes Holz, hat er noch nie gesehen. Wenn er das vorher gewusst hätte, hat er gesagt, dann hätte man das anders gemacht, weil er kennt da jemanden und der zahlt bis zu 5.000 Euro. Hab ich noch gesagt, mein, das war ein schönes Geld. Ja, und dann hat er das angeschaut und dann ist er gegangen und dann hat er das Holz geholt. Aber mein Sohn hat nichts unterschrieben, gar nichts. Herr Haushofer sagt, dass ihm letztendlich 3.000 Euro für 8 Eichen zugesichert wurden. Ja, Handschlag ja. Am Tag, wenn du den Handschlag machst, nicht, denke ich, dann passt es auch nicht. Aber ja, das hat aber nicht so funktioniert. Nein. Das kann es nicht sein, nicht? Nein. Das heißt, Sie haben da noch gar nicht dran gedacht, was Schriftliches zu verlangen, weil Sie sich gedacht haben, das hat ich schon... Ich habe Vertrauen normalerweise gehabt. Nicht. Normal vertraut man so einem Menschen nicht, aber dass man so über den Tisch noch sagen wird, das hätte ich mir nicht gedacht. Wir haben viel weniger gekriegt, als was da der er gesagt hat. Ne? Und warum, weiß ich nicht. Wir haben einen zweiten Verkauf gemacht und da haben wir viel mehr gekriegt als für den schönen Holz. Ja, sei rein, sie aus, sie hat die schlechte Qualität. Nicht? Das ist ja alles. Das ist ein Wahnsinn. Von mir aus gesehen war die Qualität war super und das kann mein Holzschläger und der Oli bezeigen. Und der hat mir ausgesagt. Nicht? Und sogar der Tischler, der da war, der hat das auch gesehen. Und der hat gesagt, solche Sachen, das ist Glas beim Tischplatten machen, das ist tipptopp Holz. Das waren ja schöne Stämme, hoch ohne Äste. Die waren 6 bis 8 Meter hoch ohne Äste. Ja. Das ist so. Ja. Und dann bewerten sie es so grauslich und werden wir über den Tisch gezogen. Bekommen haben die Haushofers für ihr Holz nur rund 1.000 Euro. Vertragspartner war der Waldverband Steiermark. Was ist die Aufgabe dieses Verbandes? Der Geschäftsführer Diplom-Ingenieur Poensit betont, dass man eine Mitgliederorganisation sei. Die Lieferanten sind alle Mitglieder bei uns, ob klein oder groß. Wir sind keine gewinnorientierte Firma. Natürlich, man muss Umsatz machen, man muss auch quasi ein gesundes Unternehmen führen. Und das sind wir. Der Waldverband Steiermark. In einem Imagefilm weist man auf die Vorteile hin, die 15.000 Mitglieder durch gemeinsame Vermarktung hätten. Die Waldbesitzer würden durch Information, Beratung und gemeinsamen Holzverkauf unterstützt. Und in einem Folder des Waldverbandes Hartberg-Fürstenfeld wird auf faire Partnerschaft hingewiesen und weiters liest man von Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Handschlagqualität als Grundpfeiler des Verbandes. Jänner 2019 am Bezirksgericht Fürstenfeld. Herr Haushofer sieht das mit der Handschlagsqualität anders und hat deswegen eine Klage eingebracht. Er will die, wie er meint, zugesagten 3.000 Euro für seine 8 Eichen. 1.000 hat er bereits bekommen, die fehlenden 2.000 will er mit Hilfe seiner Anwältin vom Gericht zugesprochen bekommen. Wir haben dann vereinbart gehabt mit dem Waldverband, er kann seine Blochholz zurückholen. Er fährt dort diese Kilometer, ich glaube 100 Kilometer oder was? Ja, ausgefahren, ne? Zu dem Sägewerk, schaut dorthin und es gibt das Holz nicht mehr. Es ist nicht auffindbar, was sehr eigenartig ist. Ne? Was ist passiert mit dem Holz? Das weiß keiner. Es weiß keiner. Also wir haben eine Mutmaßung und deswegen, wir können nur sagen, vermutlich so wie es üblich ist, ich kann nur sagen, wie es üblich ist in solchen Bereichen, dass eben ein anderer Holzhändler das Holz gekauft hat für. Wie heißt das schnell? Für die. Furnierholz. Für Furnierholz. Parkett machen und so. Ja. Weil das ist eher die übliche Vorgehensweise bei Holzsägewerken etc. Das heißt, da hätte der Waldverband ein gutes Geschäft gemacht? Beziehungsweise das Sägewerk dort. Mhm.
Der Geschäftsführer des Waldverbandes und sein Rechtsanwalt sagen, dass Herrn Haushofer durch die Verarbeitung der 8 Eichen im Sägewerk kein Unrecht zugefügt worden sei. Wenn dort nicht im Vorfeld mitgeteilt wird, dass dieses Holz gesperrt ist, ja, sprich, dass das am Lagerplatz zu verwahren hat, dann führen die das ganz normal der Produktion zu. Ja. Aber hat ein Waldverbandsmitarbeiter Herrn Haushofer verbindliche Preiszusagen gemacht? Wir fragen Herrn Flechel, der damals bei der Begutachtung des Holzes dabei war. Er hat gesagt, Sie hätten ihnen einen höheren Preis zugesichert, als er dann nachher bekommen hat. Stimmt das? Nein, kann ich nicht. Steht mir auch nicht zu. Wenn ich jetzt da einen Pauschalpreis genannt hätte, dann hätte ich das Holz mit auf meinen Namen kaufen und weiterverkaufen, dass ich das auszahlen kann. Das kann ich aber nicht, weil das Holz nur über die Mitglieder vermarktet wird. Sache Josef Haushofer gegen Waldverband Steiermark, bitte sei zwei eintreten. In der Verhandlung versucht der Richter, die Qualität jenes Holzes zu beurteilen, das vom Sägewerk bereits verarbeitet worden ist. Es gibt nur noch ein paar Fotos der Eichen, die sich ein Sachverständiger genau anschauen soll. Wie ist es gelaufen? Also so gesehen, muss man sagen, positiv gelaufen, Verlauf. Vor allem jetzt am Schluss, eine sehr positive Entwicklung. Schauen wir mal, was der Sachverständige jetzt sagen wird. Das heißt, es wird eine Zeit lang noch dauern und wird eine neue Verhandlung. Ich gehe schon davon aus, dass man sicherlich 3 bis 4 Monate noch jetzt warten muss, bis wir dann wirklich was wissen. Und sind Sie erleichtert, dass jetzt vorbei ist? Ja, das schon. Waren Sie nervlich angespannt? Ja, weiß ich schon. Okay, herzlichen Dank. Danke, Frau Doktor. Wiedersehen. Im Oktober 2019, die nächste Verhandlung am Bezirksgericht Fürstenfeld. Was hat der Holzsachverständige herausgefunden? Das Gutachten hat eigentlich insofern ergeben, dass er im Nachhinein nichts mehr sagen kann zu der ganzen Thematik. Dass er einfach sagen kann, der Status quo ist jetzt so, man hat keine Unterlagen mehr, behauptet er, und deswegen kann er auch nichts mehr beurteilen. Fakt ist, wir sind aber hergegangen, haben ein Privatgutachten jetzt eingeholt, kurzfristig, und dieser hat jetzt gemeint, man hätte aber sehr wohl mit der Vergleichsmethodik hier, weil wir einerseits vorgelegt haben von einem anderen Verkauf, der im Herbst war, sehr wohl hier zum Schluss kommen können, dass hier einfach die Preise zu weit auseinandergehen und aufgrund dessen man auch sieht, dass es hier wahrscheinlich nicht ganz ordnungsgemäß zur Abrechnung gekommen ist. Das von Herrn Haushofer vorgelegte Privatgutachten wird vom Gericht nicht mehr akzeptiert. Nach kurzer Erörterung mit dem geladenen Sachverständigen schließt der Richter die Verhandlung. Das Urteil soll schriftlich ergehen. Bereits wenige Wochen später ist das Urteil da. Die Klage von Herrn Haushofer gegen den Waldverband wegen Euro 2057 und 68 Cent wurde vom Bezirksgericht Fürstenfeld abgewiesen. Das Gericht hat Herrn Haushofer nicht geglaubt, dass ein fixer Preis vereinbart wurde und die Preisgestaltung sei nach Meinung des Gerichtes marktüblich gewesen. Herr Haushofer geht nicht in Berufung und er muss jetzt dem Waldverband auch rund 2300 Euro an Prozesskosten bezahlen. Im Urteil steht auch, die Qualitätskontrolle seiner 8 Eichen sei zu Recht ohne seine Beiziehung erfolgt. Denn es gäbe nach den österreichischen Holzhandelsüsancen bei der Klassifizierung des Holzes keine Verpflichtung, den Verkäufer beizuziehen. Man könne das zwar verlangen, aber Herr Haushofer hätte das nicht getan. Und wieder einmal zeigt sich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vielleicht hätte man sich diesen Prozess ersparen können.